Das Aufstiegs-, Fortbildungs-, Förderungsgesetz, kurz AFBG oder von einigen auch Meister-BAföG genannt, ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Stärkung der beruflichen Bildung. Aufsetzend auf dem Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, welches wir im vergangenen Jahr verabschiedet haben. Hier wurden zum ersten Mal 3 Fortbildungsstufen explizit genannt. Der Berufsspezialist, der Bachelor Professional und der Master Professional. Als Gattungsbegriffe dieser 3 Stufen inkludieren dort die entsprechenden Berufsabschlüsse auf diesen Stufen. Das ist bei dem Handwerk, zum Beispiel der Geselle und der Meister. Das sind in anderen Bereichen dann der Betriebswirt. Und insofern, das sind Stufen, über die hinweg man sich entsprechend fortbilden kann. Und das AFBG ermöglicht nun, da hierbei auch eine entsprechende Förderung zu erhalten, diese Stufen zu nehmen. Und zwar erstmalig nicht nur eine dieser 3 Stufen, sondern letzten Endes alle 3 Stufen hintereinander weg auch entsprechend gefördert zu bekommen. Das Meister-BAföG oder AFBG bekommt man dadurch, dass man zunächst einmal eine Erstausbildung auf dieser jeweiligen Fortbildungsstufe hat und zugleich dann einen entsprechenden Antrag stellt. Hierfür gibt es auf den Internetseiten des BMBF entsprechende Antragsmöglichkeiten und zugleich auch schon einen Rechner, in dem sich der einzelne Beantragende ausrechnen kann, was ihm nach AFBG an dieser Stelle an Förderung im Rahmen seiner Weiterbildung, Fortbildung entsprechend zur Verfügung steht. Das ist ein ganzer Blumenstrauß an Leistungen, die wir beschlossen haben. Das eine ist, dass diejenigen, die eine vollschulische Fortbildung an dieser Stelle durchführen, einen Vollzuschuss erhalten. Aber vor allen Dingen, und das ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte überhaupt, ist, dass wir hier ein klares Signal dadurch senden, dass wir für das AFBG eine Erlassensrahmenbedingung schaffen, dass diejenigen, die diese Fortbildungsstufen durchlaufen und dann entweder eine Selbstständigkeit oder eine entsprechende Betriebsübernahme durchführen, dann von diesen Kosten entsprechend freigestellt werden. Das heißt, keine Rückzahlung für die noch bestehenden Restbeträge notwendig ist. Und damit senden wir ein klares Signal, dass diejenigen, die Verantwortung übernehmen wollen, an dieser Stelle auch von uns als Gesellschaft entsprechend unterstützt werden. Das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Bestandteil, letzten Endes ein Signal zu setzen, dass uns Fortbildung wichtig ist und dass die Verantwortungsübernahme etwas ist, was wir hier entsprechend positiv begleiten.